Im letzten Part hat Marcel Yantara City in Richtung Route 12 verlassen. Dort hat er einen kleinen Bauernhof gefunden, auf dem er mit Mehikel reiten kann, was er auch ausgiebig getan hat. Es hat ihm viel Spaß bereitet und nun macht er sich weiter auf dem Weg, Pokémon-Meister zu werden. Wünschen wir ihm alles Gute dabei. Buongiorno, meine kleinen Macaronis, bei Pokémon X in einer neuen Aufnahmesession. Woohoo! Wir befinden uns auf Route 12 und suchen erstmal ein neues wildes Pokémon, das wir uns einverleiben wollen. Plauderguy! Na, möchtest du einen Kaffee? Oder möchtest du lieber einen Keks? Plauderguy, damit werde ich dich garantiert töten, deswegen werde ich einfach mal Kanon machen. Gomme, gomme, no! Kanon! Ja, das sollte eigentlich schon reichen. Was? Du verhöhnst mich? Das werde ich dir niemals verzeihen! Superball! Los! Plauderguy! Halt einfach die Fresse! Was? Was? Verwirrt? Verwirrt? Frogger und verwirrt? Alter, was ist hier nur los? Los, bleib im Ball. Was hast du für eine beschissene Fangrate? Dass du noch einmal wackeln rauskommst. Schäm dich. Du bleibst im Ball. Juhu! Klasse, Plauderguy wurde gefangen. Wuhu. Frogger hält 555. Sonst niemand was. Yay. Und ein neuer Eintrag. Schön. Plauderguy, die Musiknote. Es versucht, Attacken zu entgehen, indem es den Ruf des Gegners nachahmt, um einen Artgenossen mimt. Aha, ein Trickser also. Ja, Plauderguy kriegt einen Spitznamen. Oh, upsa. Oh, Lora will einen Keks. Bitteschön. Lora wurde in Box 2 verfrachtet. Sehr schön. Das freut mir. Komm, eins fangen wir uns noch, wenn es ein neues ist. Bitte ein neues. Ja, ein neues, aber wenn dann bitte nicht in einer Horde, weil ich da keinen Bock drauf habe. Das frisst ja schon... Das frisst ein Drittel Part auf, wenn ich hier jetzt alle niederknüppel. Das ist... Bäh. Gehen wir mal lieber ein bisschen weiter und gucken. Da unten war ich schon im letzten Part. Und gucken, dass wir die hier platt hauen. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wozu mein Team und ich fähig sind. Meinst du verlieren oder... Oh, Pokémon-Züchterin Sophie. Mit Vipites. Das passt ja voll gut zusammen, ey. Sie ganz brav und liebreizend. Und was macht sie? Schickt ein Vipites! Alles klar. Katapult! Woo! ganz schlimm guckt es uns an. Ach, scheiße, das macht behindert. Kacke. Nein! Frogger ist behindert! Nein! Aquavelle ist hinfort. Hör auf, meine Werte anzugreifen, du Blödmann. Nimm das! Das geschieht ganz recht. Juhu, so viele Punkte. Nom, 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 nom. Und was kommt jetzt? Oh! Eine kleine ein Miltank, meine ich. Ah, die wird mich hauen. Los, raube ihm die Geduld. Oh nein, scheiße Geduld. Verdammt. Da hilft nur eins. Itorio. Du kannst dich so viel gedulden, wie du willst. Es wird keine Wirkung auf unser Itorio haben. Itorio. Ich meine, Itorio. Eins der 12 Königsschwerter aus One Piece. Schlitzer! Hoffentlich machen wir einen Volltreffer.
Was? Das trifft? Aber ich bin nur ein Geist. Oh. Ja, nee. Geduld ist doch normal. Ich bin Geiststahl. Wieso trifft die dumme Sau mich? Oder hat sie irgendeine Fähigkeit, von der ich nichts weiß? Alter, du alte... Mann, du dumme fette Zitze. Boah, das gibt's nicht. Ich werde dich gleich melden, wenn das so weitergeht. Hier. Du kriegst einen mega Funkenflug gleich in die... auf die untere linke Zitze. Ja. Durch Mega Glurak. Nein, nicht Walzer. Mann, bist du schwach. Yay, Punkte. 37, sehr schön. Du besiegst Sophie. Verloren. Offenbar harmonieren du und dein Team besser miteinander als wir. Da hast du recht und jetzt gib mir dein Geld. Dankeschön. Yay, ein glorreicher Start in den Part, muss ich ja mal sagen. Wir wurden doppelt behindert, fast getötet. Das ist yay. Weg damit, weg damit. Supertrank. Yay. Meine Güte, ey. Fängt wirklich super an. Bläh. Jetzt wollte ich nochmal kurz was nachschauen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich habe in letzter Zeit zu viel Y gezockt. Jetzt habe ich mit Glurak Y gerechnet, aber es ist ja... Upsa, es ist ja X. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, was ist Flügelschlag, Funken, okay. Dunkelklaue, ja. Wem es gefällt. Haben wir keine schöne Schlitzattacke oder sowas? Nee, haben wir nicht, das weiß ich jetzt schon. Na, was finden wir denn hier im Gebüsch? Oder in ne Blümchen? In ne Blümeli? Ich wollte erst sagen, bitte nicht wieder eine Massenwinkelbegegnung, was so lange gedauert hat. Ach, Mann. Aha. Blöden Viecher. Die verfolgen mich. Boah, schnell weg hier. Ich muss mir mal kurz kratzen, darum werde ich jetzt ganz chillig hierher latschen. Wie der mich anstarrt. Tja, Pech gehabt. Meine Käfer-Pokémon sind heute besonders gut in Form. Ja. Das sagen sie alle, die kleinen Teenager. Komm, nimm deinen Teebeutel, nag dann rum und verzieh dich. Und vergiss deine Pokémon nicht. In Einzelteilen aufzuheben. Katapult! Armes, armes Janma. Janma! Wie brutal! Ich rolle rum und bin so cool und cool ist gut und gut ist gut. Kennt jemand Disneys Wochenend Kids? Da kommt das her. Geile Serie. Los, sauf ab! Mist, du sollst absaufen! Au, aua! Mann, das hat an mir rumgeknabbert, das ist aber nicht nett. Das mag ich gar nicht. Nein. Ich raube dir deine Seele. Oh, Alter. Unnötig. Nur das Logok, was man, also das Flemli, was man hier als Geschenk für XY kriegt, das kann mit Schutzschild ordentlich reinknüppeln, weil es dann halt durch Temposchub schon schneller ist und so weiter. Das ist ja ganz sinnvoll, aber so, ansonsten ist die Attacke einfach scheiße und nervig. Level 34 für Itorio und 35 für Motorbike. Da ist auch die Musik wieder da, das ist sehr schön. Und was kommt als nächstes? Moterpel. Machen wir einfach mal einen Katapult. Bitteschön, Motte. Ich hoffe, es tut gut. Und es geht zu Boden. Im Sturzflug. Da hast du Glück gehabt. Meine Käfer-Pokémon sind heute offenbar doch nicht so gut in Form. Ja, komm, gib mir dein Pausenbrotgeld. Und geh heulen. Kleiner Stinker. Was diese Urwaldgeräusche? Oh, sieh mal einer, guck, wer da ist. Oh, das ist ja schön. Komm, wir singen im Kanon und wie du stirbst.
Ich möchte dich gerne einfangen. Ja, nein. Gut, Frogger ist nicht behindert. Ich habe extra gewartet, bis ich was sage, damit ich sehe, ob es behindert wird oder nicht. Aber gut, es ist noch nicht verkrüppelt. Das ist sehr gut. Haben wir keinen Pokéball, der extra fette und schwere Pokémon gut einfangen kann? Nee, ne? Netzball war nur für, ja, Wasserkäfer. Ach egal, muss ein Superball reichen. Miltank, ich will dich! Du bleibst bitte im Pokéball! Yay! Und wieder haben wir einen Menschen glücklich gemacht! Yay! Klasse, Miltank wurde gefangen! Woohoo! Ja, schön! Da wird sich jemand freuen! Miltank, die Milchkuh! Wenn es gerade ein Junges hat, dann enthält seine Milch mehr Nährstoffe als gewöhnlich. Es tut mir leid, aber das passt sogar auf das Real-Life-Miltank, was ich hier, wer mich jetzt eine Freude machen werde. Ach, ist das schön. Ja, wie benenne ich es jetzt? Ich hatte zwei Optionen. Da ich weiß, dass die entsprechende Dame weiß, dass sie gemeint ist, werde ich sie mal so benennen, wie ich es mir schon gedacht, wie ich es mir überlegt habe. Frau Richter... Scheiße, es passt nicht. Frau Richter, ja gut, ich wollte eigentlich Richterin. Obwohl, machen wir so. I-N. Komm, sie kriegt auch ein Pokémon-E. Frau Richterin. Ja, das gefällt mir. Ich hoffe, dir gefällt's auch, meine Liebe. Frau Richterin wurde in Box 2 geschickt. In Box 2, meine ich natürlich. Ach, geil. Ich habe gehofft, dass ich hier Miltank finde. In diesem Grasgelumpe. Flagmon. Flagmon. Ob ein Flagmon eine Pokémon-Route klauen kann? Also eine Flagmon-Route? Ich glaube nicht. Gibt es überhaupt noch die Flagmon-Route? Da bin ich jetzt völlig überfragt. Aber auf jeden Fall haben wir nichts geklaut. Schade. Wäre cool. Könnte man teuer verhökern. Schuh. Guck dir an, wie er uns angelotzt. Ey, wie so ein Aasgeier. Ja, 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 ja. Ich mein's, ich merke das nicht, oder was? Was möchte ich dir denn an den Kopf ballern? Wie wäre es mit Itario? Itario muss noch ein bisschen leveln. Ich fordere dich einfach heraus. Das Gesicht im Nacken meines Tauros zu vergraben und seinen Duft zu schnuppern, ist für mich ein Ritual, und das ich nicht gewinnen kann. Perversling. Aha, Tauros, aber hier kommt ein Sengo oder was? Arschloch. Hoffentlich hast du nur normale Attacken. Hoffentlich hast du nur normale Attacken. Würde ich mich doch sehr freuen, tun täten, würde ich das doch sehr. Ach, scheiße, stimmt ja. Warum machst du das? Itario hat, glaube ich... Itario! Feigling hat doch Dingens hier, den Beulenhelm auf, oder? Der müsste doch trotzdem wirken, trotz Itemsperre, oder? Mann, Arschloch. Ja, das könnte ja ein bisschen jetzt dauern. Nein! Könnte schneller gehen, als ich denke. Nehmen wir mal Motorbike. Ach, scheiße, nein! Das kommt, wenn man so Kleinigkeiten vergisst. Brutaler Ruf, finde ich. Wir bomben es einfach mal ins Jenseits. Samenbombe, los! Ach, er hat Beulenhelm. Was hat ein Itario?
Boom. Tut mir leid. Nein, eigentlich nicht, aber... Und jetzt demonstriere deine Stärke. Alter, du dämlicher Lappen, was soll das? Nein! Bäh! Da darf ich schon vor Wut. Das gibt's doch nicht, ey. Was für eine Nervensäge. Ja, penn ruhig. Zackaboom! Das geschieht dir ganz recht, du Arschloch. Salamandrach erreicht Level 38. Vogel erreicht Level 38. Dumpfalte erreicht Level 37. Ach, sonst möchte keiner mehr leveln? Schade. Sengar! Ein optisch sehr cooles Pokémon, finde ich. Komm, wir ertränken dich mal. Sengar! Was hast du mit deiner Itemsperre? Versuch mal lieber mich zu töten, als mich zu ärgern. Also bitte. Haben wir gar nicht nötig. Hier, Dampfwalze. Ich walze dich nieder! Zeng! 925! Honigkönigin erreicht Level 37! Gifthieb? Wie stark ist ein Gifthieb eigentlich? 80! Ah, es wird dabei eventuell vergiftet. 80, Giftschock. Möchte ich behalten, wegen wenn vergiftet und so weiter. Jetzt haben wir diesen scheiß Zerschneider, ey. Die möchte ich auch gerne behalten. Mann, dieser verdammte Zerschneider! Ich möchte die Dunan eigentlich gerne behalten, aber... Ach komm, was soll's. Blip. Gifty! Wenn wir schon richtig auf Gift aus sind, dann machen wir richtig Gift. Nicht Beef, sondern Gief. Jetzt sehe ich, dass mein kleines Ritual nichts weiter als Aberglaube war. Oh ja, und das kostet dich eine Menge Geld. Depp. Derp. War mir eine Freude, dich auszuräubern. Halt. Ja, ja, ich kann keins zertrümmern. Juhu! Eisheiler am Strand? Okay. Wär's eher mit einem Sonnenbrandheiler. Würde doch sehr mehr Sinn machen, oder? Fangen und freilassen, das sind meine Prinzipien beim Angeln. Also ich fange und nehme dann gefangen, das sind meine Prinzipien beim Angeln. Zumindest bei Pokémon. Nein, der Carbot rennt, nein! Hättest du sie mal alle freigelassen? Ja klar, du hättest... Oh nee, ey. Du hättest Gyarados haben können, du Idiot. Oh nein, ey. Komm schon. Toll! Erst diese Euphorie, weil wir endlich Frau Richterin eingefangen haben. Die kleine Schlawinere ist ja auch einfach ausgebüxt. Und dann sowas, ey. Dann der Carbonor-Trainer. Ein glorreicher Part geht scheiße öde zu Ende. Carbonor! Diese lausigen Punkte, ey. Bah. Ja, du hättest auch ein Gyarados sein können. Bist du aber nicht. Das tut mir schon halbwegs leid für dich. Boom, 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 boom. Mann, ich hab... Wie immer habe ich einen Frogger im Hals. Das ist... Weißt du was, da ich ja einfach nur durchgehend Button... Pushing machen kann. Smashing mache ich ja nicht nur Pushing. Trinke ich mal eben schnell ein Schlückchen. Ah, ja. Das tat gut. Wow, diese Spannung. Itario erreicht Level 35. Nachthieb. Was genau machst du nochmal? 70, 100. Physisch. Anwender greift bei... bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. Okay, die Wahl ist getroffen. Tschüss, Aeroas. Schwipp, schwapp, schwupp. Und Nachthieb ist im... Attack Pool. Orlando Bloom setzt noch ein Carpador ein. Uhu, wer hätte es gedacht? Wärst mal auf der Flying Dutchman geblieben, Orlando. Blöde.
Meine Fresse, durch Capulau Level Up, ey. Motorbike erreicht Level 36. Ist es das letzte? Ja, es ist endlich das letzte. Juhu! Somit hätten wir in einem eindrucksvollen Kampf den Capulau Trainer aus Pokémon XY erfolgreich und sehr knapp besiegt. Du besiegst Orlando Bloom. Hätte ich dich gleich wieder freigelassen, dann wäre mir diese Pleite erspart geblieben. Ja, und mir wären, ich glaube, drei unwiederbringliche Minuten meines Lebens erspart geblieben. Oh, Itoriu! Itoriu entwickelt sich nach einem Capulau-Kampf. Der Part endet doch noch richtig Oberhammer. Mega geil. Yeah, 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 yeah. Ha, da, 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 bi, du, dai, bum, 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 bum. Glückwunsch, dein Itoriu wurde zu einem Duokless. Oder auch Nitoriu. Wo ist der Namensbewerter? Ich muss es umbenennen, solange es doch kein Durengard ist. Selbst hat es zwei Schwerter, es muss hier Nitoriu heißen. Hab ich auch mal Y nochmal extra Namenbewerter aufgesucht. Nur um dann den Namen ändern zu können. Bla bla bla. Aha. Nein, der ist da hinten? Boah, scheiße, und die kann nicht fliegen, ne? Kacke. Mach ich das offscreen? Alter, das dauert Ewigkeiten. Nur um Itoriu zu Nitoriu umbenennen zu können. Das ist irgendwie doof. Voll doof ist da. Und der Part ist auch schon darum, seid ihr auch doof. Yeah. Alter, den ganzen Weg zurück für... Oh, nee. Das könnte ewig dauern. Naja, egal. Ich verabschiede mich erstmal für diesen Part. Wir haben eine Menge erreicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Entwicklungen, Level-Ups. Wir haben Frau Richterin wieder eingefangen. Wuhu, geil. Und wir haben diesen nervigen Capulau-Trainer platt gemacht. Ein Part voller Euphorie geht zu Ende. Und in dem Sinne, Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Und wir sehen uns gleich morgen im nächsten Part wieder. Tschüss.